Snelf. Da bin ich mir sicher. Noch ein Derby gab es heute in der Liga. Leverkusen musste in Köln ran und betätigte sich dort als gnadenloser Partyschreck. Völlig rücksichtslos verdarben sie Kölns Coach Peter Stöger, dessen 50. Geburtstag heute. 2:0 gewannen die Gäste ein Nachbarschaftsduell, das 90 Minuten lang absolut friedlich verlief. Aber ja, dann war da ja noch die Nachspielzeit in Müngersdorf. Rot für Kölns Bittencourt und Gelb-Rot für den Leverkusener Wendell. Nach 96 Minuten im bis daher eher friedlichen rheinischen Derby hatte Schiedsrichter Gräfe noch mal ordentlich zu tun. Ich glaube, besser wäre es gewesen, wenn noch 4 Minuten Nachspielzeit gewesen, dann hätten wir uns die letzte Minute ersparen können. Und ich glaube, der Schiedsrichter hat da korrekt gehandelt. In der Tat war dieses brutale Foulspiel von Bittencourt gegen Memedi einen Platzverweis wert. Und bei der anschließenden Rudelbildung hätten sowohl der Kölner Mladenovic als auch Wendell eine Strafe verdient gehabt. Aber nur der Leverkusener musste duschen. Perfekte Stimmung schon vor der Partie. Echte Derby-Atmosphäre eben in Köln. Der FC mit starkem Beginn und den besseren Möglichkeiten in Führung zu gehen, wie hier Modest. Dann sind ein paar einfache Dinge passiert oder vielleicht auch der Einzelqualität der Leverkusener geschuldet, dass sie aus gar nicht mehr so großen Möglichkeiten dann wirklich in Spielzügen dann die Tore erzielt haben, die wir nicht gemacht haben. Peter Stöger hatte sein Team gut eingestellt, doch in der Schlussphase der ersten Hälfte machte sich die individuelle Klasse der Gäste bemerkbar. Bellarabi als Vorbereiter und Brandt, der Torschütze zum 0:1, mit seinem bereits 6. Saisontreffer, der 19-Jährige seit Wochen in starker Form. So genau weiß ich es auch nicht. Momentan ist einfach ein bisschen der Knoten geplatzt. Ich treffe momentan glücklicherweise auch immer zum 1:0. Und bin natürlich in meiner Rolle als Korkenzieher ganz, ganz glücklich. Und auch 5 Minuten nach dem Führungstreffer waren die Kölner der spielerischen Klasse von Leverkusen nicht gewachsen. Brandt, Bellarabi und Chicharito die Stationen zum 0:2. Zur Pause alles nach Plan für Leverkusen. Und dann haben wir einfach gut verteidigt. Wir wussten, dass Köln kommen wird. Wir haben viel Druck gemacht, aber ich glaube, dass wir so die Box über weite Strecken gut im Griff hatten. Einen sehr guten Torwart hatten, der uns in der einen oder anderen Situation die Null gehalten hat. Bernd Leno war es zu verdanken, dass die Partie nicht mehr einen anderen Verlauf nahm. Der Leverkusener Torhüter in überragender Form ließ die Kölner ein ums andere Mal verzweifeln. Ja, natürlich. Also wenn man gewinnt im Derby und zu Null spielt, dann macht es natürlich mich auch stolz. Deswegen freue ich mich natürlich auch umso mehr. Die spektakulärste Rettungstat gelang allerdings seinem Kölner gegenüber. Timo Horn nach dem Freistoß von Çalhanoğlu. 0:2 der Endstand. Leverkusen jetzt im 5. Pflichtspiel in Folge ohne Gegentreffer. Kontinuierlich auf dem Weg in Richtung Champions League-Qualifikation. Ja, und so sieht sie aus, die Tabelle nach dem 29. Spieltag. Die Bayern einsam an der Spitze, 7 Zähler jetzt vor Dortmund. Dahinter Hertha BSC, Leverkusen, Gladbach und Mainz. Schalke jetzt auf 7. In der zweiten Hälfte der HSV auf Rang 10, punktgleich mit den folgenden Kölnern. Stuttgart, Darmstadt, Hoffenheim und Augsburg dahinter. Bremen auf dem Relegationsplatz jetzt. Gefolgt von Frankfurt und dem doch schon ziemlich abgeschlagenen Tabellenletzten aus Hannover. Für eine absolut positive Überraschung sorgt Bernhard Langer derzeit beim 80. Masters der Golfer in Augusta. Mit gerade mal 2 Schlägen Rückstand ist der zweifache Champion auf die Schlussrunde gegangen. Nach der zweitbesten Runde mit 70 Schlägen belegte Langer Rang 3 im Gesamtklassement. In Führung liegt nach wie vor Titelverteidiger Jordan Spieth aus den USA. Sehr viel schlechter als für Langer lief es in der vergangenen Nacht für Arthur Abraham. Der Supermittelgewichter hat seinen WM-Titel nach WBO-Version verloren. Er unterlag in der MGM Garden Arena von Las Vegas dem Mexikaner Gilberto Ramirez einstimmig nach Punkten. Für Abraham war es im 49. Kampf seiner Karriere die 5. Niederlage. Sein Gegner dagegen stieg auch nach dem 34. Duell als Sieger aus dem Ring. Der Australier Matthew Heyman hat den Radklassiker Paris-Roubaix gewonnen. Der fast 38-Jährige überraschte mit diesem Erfolg die meisten Experten und sich selbst offensichtlich auch. Diese 114. Auflage über die engen Straßen und Kopfsteinpflasterpassagen im Norden Frankreichs war einmal mehr geprägt von großer Dramatik und spektakulären Stürzen. Bester Deutscher wurde heute Marcel Sieberg auf Rang 7. Vorjahressieger John Degenkolb fehlte diesmal verletzungsbedingt. Und bleibt uns noch die Frage, ob das Wetter in den kommenden Tagen auch radfahrerfreundlich wird. Claudia Kleinert.
Karin, ja, zumindest für morgen kann ich das bestätigen, wobei Radfahrer sind ja hart im Nehmen. Lediglich im Südwesten Deutschlands, da würde ich morgen Nachmittag, Abend dann nicht mehr fahren. Und warm anziehen sollte man sich auch wieder, denn es wird kälter. Gestern sah es noch so aus, als wenn es nächstes Wochenende bergauf geht mit den Temperaturen. Sie sehen jetzt hier, wahrscheinlich sind wir am Sonntag in Magdeburg so bei 13 Grad. Das sieht deutschlandweit nicht viel besser aus. Morgen Vormittag aber erst einmal ein freundlicher Start. Viel Sonne in der Westhälfte, nach Osten dichte Wolken. Im Laufe des Nachmittags breiten die sich dann noch ein bisschen weiter nach Nordwesten aus. Und gegen Abend kommen eben vom Breisgau her erste Schauer und Gewitter auf. Die Temperaturen unter den dichten Wolkenfeldern im Osten gerade mal so 11 bis 13 Grad. Den Rhein entlang bis 20 Grad, im Breisgau wieder 21. Und die nächsten Tage dann eher wechselhaftes Wetter. Vor allem der Dienstag wird ungemütlich. Häufiger Schauer, zum Teil auch Gewitter. Temperaturen liegen dann meist noch so bei 14 bis 20 Grad. Am Mittwoch vor allem im Süden kräftige Schauer und Gewitter. Von Westen wird es dann im Laufe des Tages aber langsam trockener. Also weder für Fußgänger noch für Radfahrer ab Dienstag besonders angenehm. Vielen Dank, Claudia. Bei den Kollegen von Titel Thesen Temperamente erfahren Sie jetzt im Anschluss, was die Panama-Papiere über dubiose Geldgeschäfte auf dem Kunstmarkt offenbaren. Empfehle ich Ihnen sehr. Kurz vor 2 Uhr meldet sich noch einmal die Tagesschau. Und morgen ist Pina Atalay an dieser Stelle in den Tagesthemen für Sie da. Ihnen eine gute Woche. Diagramme, Studien, Statistiken. Zahlen lügen nicht. Je mehr Zahlen wir verdauen müssen, desto mehr Unrat ist auch dabei. Stimmt es also, wenn es heißt, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast? Es gibt viele Möglichkeiten, Daten zu manipulieren. Eine bewusste Desinformation der Öffentlichkeit. Das führt dann zu Trugschlüssen. Im Land der Lügen. Die Story. Am Montag im Ersten. Wenn Weißwürste... Neger in meiner Metzgerei. ...auf einen Schwarzarbeiter treffen... Wir sollten ja Neger wissen, wie man Weißwürst macht. ...trifft ihn... Der Firma nicht was, ey. ...der Schlag. Mein Beileid. Nein, nix Beileid. Das ist ein Irrtum. Eine geistreiche Komödie. Dass du ausgerechnet du mich siehst, das ist meine schwärzeste Stunde. Der Filmmittwoch. Ich bin ja da zum ersten Mal tot. Hier im Ersten. Jeder redet von den Panama Papers, wir auch, denn jetzt erwischt es auch den Kunsthandel. Herzlich willkommen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer bei TTT. Täuschen, tarnen, verbergen, ob Schwarzgeld bunkern, Steuern hinterziehen, Geld waschen, Verbrechen finanzieren oder Embargos umgehen. Eine Briefkastenfirma erfüllt viele gute Zwecke, auch im Kunsthandel. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben gerade so 3 Millionen für sich, mit denen Sie nicht so recht wissen, wohin damit. Sie beschließen, ein Kunstwerk zu erwerben. Praktischerweise treten nicht Sie als Käufer auf, sondern eine Briefkastenfirma, von der praktischerweise niemand weiß, dass sie Ihnen gehört. Das erworbene Bild hängen Sie nicht ins Wohnzimmer, sondern Sie parken es im klimatisierten Zollfreilager. Dort ist es nämlich sicher, auch vor dem Fiskus. Nehmen wir an, der Wert des Bildes steigt dann von 3 auf, sagen wir, 25 Millionen. Ihre Briefkastenfirma verkauft und schwupps sind Sie 22 Millionen reicher. Und das Schönste dabei, es hat keiner gemerkt. Was nach Schmierentheater klingt, ist gebräuchliche Praxis, wie das folgende Beispiel zeigt. Ein Stück wie aus dem Lehrbuch. Da ist ein Werk von Modigliani, einem der teuersten Künstler unserer Zeit. Womöglich Raubkunst. Die Erben klagen auf Herausgabe. Angeklagt, die Kunstsammlerfamilie Narmad. Mythen umrankt, milliardenschwer. Die wiederum sagt, sie hat mit dem Bild überhaupt nichts zu tun. Vor Gericht lassen sich die Sammler vertreten durch Staranwalt Aaron Gallup, der sich rühmt, schon Karadzic verteidigt zu haben. Sein Gegner, Kunstdetektiv James Palmer, der den Modigliani für seinen Klienten zurückholen will. Die Klage lässt Gallup so kalt wie die neuesten Panama-Enthüllungen, mit denen er konfrontiert wird. Ich weiß nicht, was das für ein Dokument ist und woher. Es hat keinerlei Bedeutung. Ich glaube, die Familie Narmad sitzt jetzt ganz schön in der Klemme. Die Panama Papers liefern in dem jahrelangen Streit um das Bild jetzt neue Fakten. Offenbar sollte eine Briefkastenfirma verschleiern, wem das Werk wirklich gehört. Brisant, weil der Modigliani, wie wir noch zeigen werden, eine finstere Vorgeschichte hat.
Bisher hat die Sammlerfamilie unschuldig getan und gesagt, wir besitzen den Modigliani gar nicht. Das Bild ist Eigentum des International Art Center. Wer ist das, fragten wir. Wissen wir auch nicht. Wem immer dieses IAC gehört, ist doch total egal. Wichtig sind die Fakten in dem eigentlichen Fall, ob sie überhaupt für ein Gerichtsverfahren ausreichen. Glauben Sie wirklich, dass es so sexy ist, über das International Art Center zu sprechen? Glauben Sie, dass es so sexy für Ihre Zuschauer ist? Na gut. Das Bild Mann mit dem Spazierstock gehörte dem Pariser Kunsthändler Oskar Stettiner. Einziger Beleg ist allerdings nur dieses Foto von der Biennale 1930, wo der Galerist das Bild ausstellte. Im Krieg floh der Jude Stettiner und musste Hab und Gut zurücklassen. 1944 versteigerten die Nazis das Bild. Nach dem Krieg versuchte Stettiner, es wiederzubekommen. Erfolglos, er stirbt 1948. Erst 1996 taucht das Bild auf einer Auktion bei Christie's auf. Der Käufer für 3,2 Millionen Dollar, offiziell das International Arts Center. Schon bald wird eine Verbindung zwischen dem IAC und der Familie Nachmat vermutet. Denn sie zeigten den Modigliani in ihren Galerien. Die Nachmats sind eine der bedeutendsten Familien im internationalen Kunstmarkt, bekannt für ihren tadellosen Ruf. Sie sind Händler mit besten Kontakten in die Wirtschafts- und Kunstszene. Mir scheint, die Kunst ist für sie mehr ein Spekulationsobjekt. Nichts, was eine Geschichte oder gar eine Seele hätte. Es kommt selten vor, dass die Nachmats wie hier in Zürich 2011 mal einen Teil ihrer Sammlung der Öffentlichkeit präsentieren. Picasso, Mondrian oder eben Modigliani. Denn offenbar sind sie Kunstinvestoren, weniger Liebhaber. Und so liegt der Großteil ihrer 4000 Werke umfassenden Kollektion meist unsichtbar für Volk und Fiskus im Zollfreilager Genf. So machen es viele Sammler. Hier werden die Werke zwischengeparkt, bis es sich lohnt, sie bei Auktionshäusern wie Sotheby's wiederzuverkaufen. 2008 haben Davide Nachmat und seine Familie das auch mit dem Modigliani schon mal probiert, der jetzt mit bis zu 25 Millionen Dollar taxiert wurde. Erfolglos, denn nun war die zweifelhafte Herkunft des Bildes bekannt geworden. Die meisten Leute schauen genau hin, wägen das Risiko eines Kaufes gut ab. Und dann gibt es Leute, denen das egal scheint oder die offenbar äußerst risikofreudig sind. Die Nachmats sind risikofreudig. Zusätzlich verwirren sie mit ökonomischen Taschenspielertricks. Eine familiäre Geschäftsstruktur mit an sich schon kompliziertem Aufbau. Da gibt es den Vater Davide. Neffen und Sohn. Beide heißen Helly. Und betreiben Galerien in London und New York. Und dann noch diese Briefkastenfirma. Sie ist, das steht jetzt durch die Panama Papers fest, im Besitz von Davide Nachmat. Das ist ein Anteilsschein von Davide Nachmat bezüglich des International Art Center mit Sitz in Panama. Der besagt, dass Davide Nachmat 100% dieser Firma besitzt. Das untermauert unsere Vermutung, dass Davide Nachmat in der Tat das IAC kontrolliert. Und es zeigt, dass sie gelogen haben, als sie sagten, sie hätten mit dem IAC nichts zu tun. In den Panama Papers finden sich mehrere Dokumente, in denen Davide Nachmat als alleiniger Anteilseigner des IAC auftritt. Für die Kläger schließt sich eine Beweislücke. Für die Verteidiger der Nachmats ist das nur ein lächerlicher Nebenschauplatz. Meine Argumentation geht anders. Das Gemälde ist im Besitz einer Firma. Wenn Sie ein iPhone kaufen, kaufen Sie es dann von Steve Jobs oder Tim Cook oder kaufen Sie es von Apple? Mit Verlaub, der Vergleich hinkt. Es ist etwas anderes, in Panama eine Firma zu gründen, um sich hinter ihr zu verstecken. Vom Steuerparadies ganz zu schweigen. Der Rechtsstreit um den Modigliani geht in die nächste Runde, am 20. April. Ob amerikanische Richter es sexy finden, die Panama Papers einzusehen? Abwarten. Wie gestern bekannt wurde, will sich die Genfer Staatsanwaltschaft ein wenig genauer umsehen im dortigen Zollfreilager.
Die neue polnische Regierung, meine Damen und Herren, bastelt ja eifrig an einem neuen Polen. Mehr national statt liberal, mehr autoritär statt demokratisch, mehr wie Ungarn statt wie Resteuropa. Und so ein neues Polen braucht natürlich auch einen Gründungsmythos. Aber was könnte das sein? Da gab es doch heute vor 6 Jahren diesen Absturz eines polnischen Regierungsflugzeuges, bei dem der damalige Präsident, der Zwillingsbruder des heutigen Präsidenten, mit allen Insassen tragischerweise ums Leben kam. Die Gerüchteküche wusste damals schon, ein Attentat verübt vom Erbfeind, den Russen. Die Experten jedoch kamen eindeutig zum Ergebnis: Unfall. Schade. Aber jetzt wurde ein polnischer Spielfilm gedreht, der die damaligen Absturzopfer vielleicht doch noch zu Helden werden lässt. Für Jarosław Kaczynski ist sein Zwillingsbruder Lech ein Held, der für sein Land gefallen ist. Beim Flugzeugabsturz von Smolensk. Der Tod des Präsidentenpaares und der vielen bedeutenden Persönlichkeiten eine nationale Tragödie. Die Feierlichkeiten sind opulenter als sonst. Die neue Regierung will es so. Die PIS hat die absolute Mehrheit. Und ihr Chef ist Jarosław Kaczynski. Pilotenfehler und Nebel führten zum Absturz, so die Erklärung. Ein Unfall. Doch die Trümmer rauchten noch, da gab es erste Verschwörungstheorien. Ein Attentat, vermutlich von Russland. Und dass Wladimir Putin zum Unglücksort geeilt kam, den damaligen Präsidenten Tusk umarmte? Heuchler, alle beide, sagen die, die an einen Anschlag glauben. Wir wissen eigentlich nichts. Nur, dass ein Flugzeug abgestürzt und die Elite unserer Nation umgekommen ist. Wie kam es aber dazu? Keiner glaubt doch der offiziellen Version, der wir alle folgen sollen. Er, Antoni Krause, renommierter Regisseur, hat den neuen Film Smolensk gemacht. Schon jetzt hoch umstritten, denn er stützt die Attentatsthese. Bisher gibt es davon wenig mehr als diesen Trailer. Hat jemand den Mut, die Lügen zu besiegen? Heißt es raunend geheimnisvoll. Does anyone have the courage to defeat the lies? Der Film beschäftigt sich vor allem mit der Manipulation von Fakten. Vielleicht bringt er uns der Wahrheit näher. Die Wahrheit brauchen alle. Die Angehörigen der Opfer, aber auch alle Polen. Es war für mich als Pole schlimm, dass damals so viel gelogen wurde. Was ist die Wahrheit? Experten aus dem In- und Ausland sagen: Pilotenfehler, schlechte Witterungsbedingungen, auch Fehler des Bodenpersonals, kein Anzeichen für Sprengstoff an Bord. Alles ganz klar. Der Film hat eine andere Botschaft. Eine junge Journalistin steht im Mittelpunkt. Auch sie glaubt an einen Unfall. Aber dann kommen ihr Zweifel. Sie stößt auf Vertuschungsversuche. Sie gerät unter den Druck der Mächtigen, weil die vermeintliche Wahrheit, also vielleicht ein Attentat, nicht ans Licht darf. Ich sagte Ihnen schon, ich gebe Ihnen kein Interview. Das Filmprojekt war eine schwere Geburt. Kein öffentliches Institut wollte Geld geben. Die Attentatsthese sollte nicht befördert werden. Aber jetzt, mit dem Regierungswechsel, passt auch der Film hervorragend zum neuen politischen Klima. Sämtliche Regierungsmitglieder sind heute unterwegs. Smolensk wird zu einem Gründungsmythos für ein neues, gutes Polen. Unter der liberalen Vorgängerregierung wurde gelogen und vertuscht. Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Eine Tragödie wird instrumentalisiert, glaubt der Publizist Jerzy Baczynski. Mit der Attentatstheorie sollen die Opfer zu Märtyrern werden, vor allem Lech Kaczynski. In dieser Geschichte, die zum Mythos der PIS wurde, ist Lech Kaczynski nicht nur ein großer Staatsmann, sondern er wird immer mehr zur wichtigsten Persönlichkeit der jüngsten polnischen Geschichte. Er soll auch Lech Wałęsa verdrängen. Schon der Anlass des Fluges war emotional aufgeladen. Die Maschine flog nach Katyn zur Gedenkfeier, dorthin, wo im Zweiten Weltkrieg 20.000 Polen ermordet wurden von den Sowjets. Wieder die verhassten Russen also. Einst ein Tabuthema und noch immer ein nationales Trauma. Der Absturz kann doch kein Unfall gewesen sein. Jarosław Kaczynski, der Parteichef, kniete in tiefer Trauer am Sarg seines Bruders.
Sah er da schon seine Mission, ihn zu erhöhen? Sein Platz in der Geschichte ist immer noch unterschätzt. Ich denke, die Zeit wird kommen, wenn man ihn den ersten Präsidenten Polens nennen wird. Der neue Film lässt offen, ob es ein Attentat war. Aber er legt es nahe. Der Regisseur selbst glaubt daran. Ja, ich glaube an ein Attentat. Denn anders kann man sich das Ganze nicht erklären. Mit Smolensk hat die Regierung jedenfalls, was sie braucht. Einen Gründungsmythos, Gegner wie die Vorgängerregierung oder auch Russland, einen Helden und demnächst auch den passenden Film dazu. Es gibt ja nicht viele Persönlichkeiten, die in der Lage sind, als Protagonisten einen ganzen Dokumentarfilm zu tragen. Aber es gibt sie. Manche, die meisten, begleitet man als Zuschauer gern und fasziniert einen Film lang, weil sie tun, was sie tun. Dann gibt es noch jene, denen man gern und fasziniert zuschaut, weil sie sind, wie sie sind. Zu diesem kleineren Kreis gehört eindeutig der fast 90-jährige Rabbi Wolf, obwohl er auch nicht wenig tut, zum Teil sogar ganz schön Verblüffendes. Ein Rabbi macht Yoga. Ich meine, dass ich in meinem Alter im Grunde genommen nur noch zwei Pflichten habe. Eins, mich sauber zu halten. Und das zweite ist, mich so fit und beweglich wie möglich zu halten. Schon sitzen wir drin. Regelmäßig jettet Landesrabbiner William Wolf von London nach Hamburg. Von dort geht's mit dem Zug zu seinen jüdischen Gemeinden nach Schwerin, Rostock und Wismar mit 1.500 Mitgliedern. Er war schon 53, als er seine Ersparnisse nahm, noch einmal studierte und sich einen Kindheitstraum erfüllte. Meine Mutter war entsetzt, als ich erzählt habe, dass ich Rabbiner werden will. Und sie war auch die Letzte, die es erzählt habe. Ich glaube einfach, dass er ein wahnsinniger Türöffner ist und ein Mensch, der einen wirklich mal in dieses Judentum hineinführt, ohne Angst oder Vorbehalt. Und ja, oft ist es ja einfach so, dass die meisten Menschen sagen, ich kenne gar keinen Juden oder sich sonst irgendwas vorstellen, nie in einer Synagoge gewesen ist. Und dieser Mann hilft einem dabei, einfach mal hinter die Türen zu schauen. Hier ist Wolf, Landesrabbiner. Ja, einen schönen guten Tag. Ursprünglich stammt William Wolf aus einer sehr orthodoxen Familie aus Berlin. Aber er entschied sich für das liberale Judentum. Der Dokumentarfilm Rabbi Wolf zeigt einen Mann, für den Spiritualität und Spaß am Leben unbedingt zusammengehören. Dieser Rabbi lobt auch mal schrille Hüte. Und Pferdewetten in Ascot sind für den echten britischen Gentleman keine Sünde, sondern der Höhepunkt des Jahres. Ich wohne an der Themse, aber bin an der Spree geboren. Ja, das bin ich, ja. Wir zwei Zwillinge mit Schwesterchen. 1933 flieht der kleine William mit seinen Eltern und Geschwistern vor den Nazis nach Amsterdam. Der Vater erleidet einen Nervenzusammenbruch. 6 Jahre später, gerade noch rechtzeitig, zieht die Familie nach London. Wenn ich daran zurückdenke, war dann unsere Kindheit doch eine sehr einsame, so zerspalten. Ich glaube, dass er für sich entschieden hat, ich werde mich nicht bedrücken lassen von diesem Schicksal, was ich hatte. Ich muss es annehmen, aber ich lasse mir davon mein Leben nicht verderben. Rabbiner oder Journalist, das wollte William schon als 4-jähriger Junge werden. Erstmal wird er Journalist und macht schnell Karriere als Parlamentsreporter in London. Also hier habe ich gesessen und habe diktiert. Telefon. Funktioniert alles nicht mehr. Die beiden britischen Kollegen sind William Wolf, diplomatischer Korrespondent des Daily Mirror. Das ist eine Zeitung von mehr als 4 Millionen Auflage. Jetzt Zeit, dass Sie Ihren persönlich für also, wie kann man nur so jung aussehen? Unglaublich. Erinnerung an die Pogromnacht in Schwerin. Wir gedenken heute Abend ein Geschehen, das für heutige Verhältnisse in Deutschland unvorstellbar ist. Für die Tatsache, dass es heute unvorstellbar ist, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Bewundernswert, dieser Rabbiner. Versöhnlich und unkonventionell.
ob es da jetzt eine jüdische Vorschrift gibt, dass man das machen darf oder nicht, das kümmert ihn dann nicht, sondern er sagt eben, Vorschriften sind ja für die Menschen gemacht. Auch die jüdischen Gebote sind dafür da, Menschen Orientierung im Leben zu geben. Und man muss nicht sich an irgendwas halten, was keinen Sinn macht. Eines der ersten Gebote in der Bibel ist, seid fruchtbar und mehret euch. Und das Judentum betrachtet es als ein Befehl. Und so sollen Rabbiner eben auch heiraten, um dieses Gebot zu erfüllen. Und da muss ich gestehen, das ist eins meines Versagens in diesem Leben. Ja, mag sein. Aber grämen tut er sich trotzdem nicht. Mit fast 90 geht er die Dinge etwas ruhiger an, ist nur noch einmal im Monat in Mecklenburg-Vorpommern. Der Dokumentarfilm Rabbi Wolf zeigt einen Mann voller Witz und Weisheit. So jung möchte man sein im Alter. Erinnerung kann wehtun. Erinnerungen an Ungerechtigkeit, an Demütigung, an Verletzungen. Unsere Zivilisation neigt dazu, davongetragene Narben zu verstecken, zu überschminken, irgendwie verschwinden zu lassen, in der Hoffnung, mit den Narben auch die Erinnerung loszuwerden. Die nordafrikanische Kultur nimmt hingegen den umgekehrten Weg zur Heilung. Die Narben werden immer wieder gezeigt, werden betrachtet. Der Schmerz wird immer wieder durchlebt, wie bei einer Psychoanalyse, so lange, bis man gelernt hat zu akzeptieren, dass geschehen ist, was geschehen ist. Denn nur so wird man stark genug, es nie wieder geschehen zu lassen. Der Künstler Kader Atiyah folgt mit seinen Werken genau dieser Philosophie. Er ist die Waffe des arabischen Widerstands. Der geschleuderte Stein. Kader Atiyah, algerisch-französischer Künstler, setzt der Steinschleuder ein Denkmal. Er sagt, der Freiheitsdrang in der arabischen Welt wird weiter wachsen.